Mein Todestag begann schon schlecht. Als ich die Augen aufschlug, war um mich herum pechschwarze Dunkelheit. Ich reckte mich ein wenig und stellte fest, dass ich mich in einem kleinen, geschlossenen Raum befand. Ich lag auf hartem Untergrund, aber die Seiten meines kleinen Käfigs waren weich gepolstert. Ich setzte mich auf. Mein Kopf knallte gegen etwas Festes. Meine Frisur! Es gab aber nach und ich merkte, dass ich in einem Sarg saß. Einem weißen Sarg mit goldenen Schnörkeln an den Seiten und vornehmem pinkfarbenem Satinfutter. Igitt! Jetzt war ich also tot. Aber ich hatte doch noch gar nichts erlebt. Absolut nichts. Das war der erste Tag in meinem neuen Leben. Ich war immer noch ich, Betsy, angewidert von meinem momentanen Schuhwerk und bereit, meine rechte Hand oder meine neuen Reißzähne für ein Autogramm von Colin Farrell zu geben. Colin Farrell? Der würde doch einen süßen Snack abgeben.